Das erste deutsche Fernsehen mit Harald Schmidt. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Bitte. Ich habe es oft und oft gesagt an dieser Stelle. Danke. Ich habe es oft und oft gesagt an dieser Stelle, was sind das für schnelllebige Zeiten, in denen wir leben, oder? Letzte Woche das große Thema in den Medien, richtig, Unterschicht. Dann hat sich der Kanzler davor geschoben, der Altkanzler, der Ex-Kanzler mit seiner Biografie. Und heute hat sich im Grunde, man muss es sagen, ein entblößter Bundeswehrpenis mit Totenkopf vor die Kanzler-Memoiren geschoben, medial. Heute Morgen Schockfotos. Moses Daisy tot. Ach, hab ich gar nicht mitgekriegt. Das ist Boulevard, ja, aber was wirklich politisch ist, Sie haben es vielleicht mitbekommen, einzelne Soldaten, und Sie haben es gerade in den Tagesthemen gehört, der Bundesverteidigungsminister hat es auch nochmal gesagt, Einzelfälle, schon ein paar Jahre her, haben sich mit entblößtem Penis, unter anderem mit einem Totenschädel in Afghanistan, fotografieren lassen. Ich meine, da kriegt man doch Sehnsucht nach den Zeiten, wo der Verteidigungsminister noch im Pool fotografiert wurde. Mit einer Gräfin. Was waren denn das für Zeiten? Ja, ich hoffe wirklich, das ist ganz klar Einzelfall. Der Großteil unserer Soldaten leistet anständige und ehrliche Arbeit. Und es kommen nicht einige geistig schlicht strukturierte Menschen auf die Idee, seine getarnte PR-Aktion, um wieder mehr junge Männer für die Bundeswehr zu interessieren. Einzelfall. Kommen wir zurück zu einem ästhetisch einwandfreien Thema. Die Memoiren unseres Kanzlers. Sind die toll? Sind die spannend? Also ich hab's hier verschlungen. Ehrlich? Absolut. Besonders toll fand ich die Stelle, wo Doris mit der Eule auf der Schulter ins Schloss kommt. Hast du nicht gelesen? Nein. Es ist in Schröder 5. Das auch nicht. Vorabdruck in Bild, im Spiegel und ich glaube in Super Hilo. Ja? Honorar 1 Million Euro. Klingt viel, aber ich muss sagen, dafür hat Schröder auch 7 Jahre lang recherchiert. Schröder verdient jetzt mit den Memoiren so viel, jetzt hat er Pech. Jetzt wäre es ihm recht, man hätte das Steuersystem von diesem Professor damals aus Heidelberg. Damit ihm ein bisschen was bleibt. Ich muss wirklich sagen, welche ungeheure Leistung Doris Schröder-Köpf an diesem Erfolg des Kanzlers hat. Eine solche starke Stütze für ihn zu Hause, man nennt sie schon die Eva Herrmann der Sozialdemokratie. Für mich ist eine Frage, bleibt Gerhard Schröder jetzt weiter Schriftsteller? Geht er nach Princeton? Oder sehen wir ihn kurz vor Weihnachten bei Dancing on Ice? Dancing on Ice ist meine Lieblingsserie zurzeit, ehrlich, muss ich wirklich sagen. Am besten gefallen mir diese Paare, wo der Mann dreimal so groß ist wie die Frau. Weißt du, Lars Riedel, ja. So, der so eigentlich und sagt, Bier, zum Wohl, dann läuft er. 2005 sind 145.000 Deutsche ausgewandert. Junge, gut ausgebildete Topkräfte. Wie bitter das ist, wenn die besten Leute einen verlassen, weiß man seit gestern Abend auch in Schalke. Viele, meine Damen und Herren. Wie gefällt Ihnen eigentlich diese Übersprungshandlung des Manschette-Korrigierens? Ich finde, das hat was sehr, sehr Internationales. Ja. Oder? Normalerweise macht man als deutscher Moderator das hier oder man macht so, ja da, oder irgendwie diese hier als Übersprungshandlung, also völlig sinnlose Geste, die einen halt sozusagen bis zum nächsten Viertel tragen soll. Ich habe mich hierfür entschieden. Sehr stilig. Es hat auch sowas, willkommen auf der Weihnachtsfeier von Gazprom. Ja? So ein bisschen. Nee, viele Deutsche, die auswandern, ja, die finden ja im Ausland ihren alten Arbeitsplatz wieder. Jetzt!
Ich sage es natürlich auch, um auf die Manschettenknöpfe aufmerksam zu machen, die ich umsonst gekriegt habe. Ach, ehrlich? Ja, ja. Dafür kriege ich auch privat Ohrringe von derselben Firma. Schön. Oh. Es ist keine Schleichwerbung, es ist richtig aggressiv in die Kamera reingehalten. Ja. Heute sind wir ein bisschen später gekommen, weil Waldi wieder so lange gemacht hat. Da. Mit seinem Bundesliga-Gedöns oder was. Pokal heute. Ja. US, ich komme aufs Thema Sex, deswegen, Waldi war eine kleine Eselsbrücke. Handys, das ist jetzt so gut wie sicher, machen unfruchtbar. Also hat man jetzt wirklich herausgefunden. Immer häufiger hört man von Frauen den Satz, doch wir wollen jetzt ein Kind, mein Mann hat schon das Handy abgesetzt. Ich habe keine Angst, dass das Handy mich unfruchtbar machen könnte, denn ich wähle mit den Fingern. Ich glaube auch nicht, dass das Handy als solches unfruchtbar macht, ja? Es sind die Klingeltöne, die einen wirklich auf den Sack gehen. Nathalie Likar und die Ari Schauben. Liebe Freundinnen und Freunde, die ersten 100 Euro sind fällig. Ich habe es gesagt, letzte Woche habe ich eine neue Firma gegründet, Schmoogle. Harald Schmidt und Google. Schmoogle, der großen Internetkonzern, der wirklich alles kauft. Und wenn Sie jung sind, wenn Sie dynamisch sind und wenn Sie eine sensationelle Idee haben, aber Ihnen das Startkapital fehlt, haben Sie gesagt, daran soll es sich liegen. 100 Euro gibt es für uns und dann gehört die Firma uns und geht in den Megakonzern Schmoogle mit rein. Jetzt haben wir die erste Firma gekauft. Das ist ein Kollege von uns. Es ist Top-Entertainer aus Oerdinghausen in der Nähe von Bielefeld. Zum ersten Mal im deutschen Fernsehen mit seiner Show im Internet. Und jetzt bei Schmoogle. Hier ist für Sie, meine Damen und Herren, Rob Vegas! Hi everybody at the Mindtime Show. Come on everybody, see the Mindtime Show. We will have a time of happiness right here at the show. Hi everybody at the Mindtime Show. Die Sache ist geklärt. Rob Vegas ist Teil des Konzerns Schmoogle. Richtig. Hat einen Link auf unserer Homepage und Sie können also seine Show, es ist unglaublich, was er macht. Er studiert Politologie in Bielefeld, glaube ich, er lebt in Oerlinghausen, Anfang 20 und schauen Sie, was der junge Mann so in seinem Programm im Internet, deswegen sage ich das ja immer, weil wir haben sozusagen den Anschluss an die junge Generation nie verloren. Nein, er ist ja Showmaster 2.0, das ist der Unterschied zu dir. Das ist es, 2, sagt man 0 oder 2.0? Ja, oder 2.0. 2.0, 2.0, wissen Sie, Internet, die Tageszeitungen gehen ja pleite, werden alle raus. Geschmissen. Das Fernsehen ist am Ende noch bis Weihnachten, dann ziehen wir schwarz. Alles im Internet. Aber wir wären doch nicht da, wo wir heute sind, wenn wir nicht... Muss aufpassen, dass mir das nicht rausfällt. Das hat ja Ulla zum alten Tarif noch selber eingesetzt. Zeig mal einen der Highlights aus der aktuellen Show von Rob Vegas. Ich bitte jetzt um Tochter 1. Super Idee. Schätzchen. Junge, hübsche Mädchen. Zeig. Der Gag als solcher ist Standard in der Showbranche, aber er ist hier sehr sympathisch umgesetzt. Und das sind wahrscheinlich alles junge, ja. Guck mal hier, alles junge Frauen aus Oerlinghausen, zack, die Torte. Das ist eine Form, die vielleicht im Markt gar keine Chance hätte, wenn es nicht mutige Investoren gäbe, sozusagen Heuschrecken mit menschlichem Antlitz, die sagen, Rob Vegas, 100 Euro. Und damit kommen wir zu Ihnen zu Hause, meine Damen und Herren. In der Gerhard Schröder Biografie ist die Bingo-Karte für diese Woche beigelegt und wir kommen...
Zum Ergebnis, die Bingo-Zahlen für Runde 16, Spiel 1 für Sie zu Hause, 11, 20, 43, 68, 76, 87, Spiel 2, 9, 17, 39, 53, 96 und die 99. Was mich wirklich betrübt, ja, muss ich wirklich sagen, das ist, wie schlimm es um unsere Natur bestimmt. Ich habe heute gelesen, die Südseeinseln, meine geliebten Südseeinseln, drohen sozusagen weggeschwemmt zu werden. 100.000 Leute ziehen demnächst nach Mecklenburg-Vorpommern, um weg aus der Südsee trocken zu bleiben. Allerdings, wenn Sie zu den sozusagen zum Prekariat gehören, was dort gerade urlaubt, dann sind Sie nicht betroffen, habe ich mir physikalisch überlegt. Denn wenn ich sozusagen toter Mann mache, ja, vor Kiribati, werde ich ja, wenn das Wasser steigt, weil Gabriel ja nicht jeden Gletscher persönlich aufhalten kann, einfach ein bisschen höher geschwemmt und sage, und gehe dann wieder runter. Weggeschwemmt wird ja nur, wer auf der Insel ist, wenn das Wasser steigt, oder? Wasser ist alles sicher. Das ist dieses Wetter, so wie Banane fahren. Und dann gehen Sie wieder runter. So. Und noch schlimmer natürlich, meine Damen und Herren, unsere Wale. Sie ließen uns in eine neue Dimension der Entspannung abtauchen. Die Walgesänge. Endlich gibt es eine Fortsetzung. Walgesänge 2. Island Blues. Mit dem Superhit Time to Say Goodbye. Walgesänge 2. Jetzt im Handel. Walgesänge 2. 2 Cent davon gehen, glaube ich, in den Walfang. Ebenso wie von Walgesänge 3. Ich kaufe alle drei. Das wird der Hammer. Das wird der Hammer. Das sage ich gern für meine beiden Zuschauer heute Abend, für Waldi und für Olli. Okay. Die beiden schauen uns, ja. Olli Dittrich war ja zu Gast bei uns, phänomenal, wieder gestartet am Sonntag mit Ditsche. Und wir kamen nicht mehr dazu, seine DVD, die zeigen wir nachher, am Ende der Sendung. Ja. Aber zunächst mal haben wir wahnsinnig viel zu tun. Ach so, das ist ganz wichtig. Wir haben wieder viele, viele Leserreporter, die Prominente fotografiert haben. Allein heute kamen 14.328 Anfragen. Ich habe Promis fotografiert und weiß nicht, wer es ist. Das hier ist nicht ganz einfach zu erkennen, weil sie sehr privat sind. Kai Dumont und Frau. Und zwar, das ist wirklich in Ihrer Wohnung in München. Sie haben gerade einen Eimer lauwarmes Wasser auf Jugendliche gekippt, die geschrieben haben, mach mal den Happy Hippo Tanz. Und das hier war kaum zu erkennen, aber dann habe ich es doch gemerkt. Aufgenommen am Montag nach seinem letzten Rennen in Sao Paulo, beim Saubermachen in seiner Bibliothek, Michael Schumacher. Was hat dich persönlich mehr beeindruckt? Die Biografie des Kanzlers? Also ich meine jetzt die geschriebene, ja, die belletristische, oder der Rücktritt von Schumi, Michael Schumacher? Eigentlich das Überraschende war irgendwie das Lebenswerk von Schröder. Ja, ja, weil es auch so kurz kam praktisch. Ja. Also man hat das Gefühl, er fing schon in der letzten Hälfte der Legislaturperiode an zu schreiben. Ja. Oder hat nur noch gewisse Aktionen im Hinblick auf das Buch gemacht. Ja. Ah, Joschka, Kiew, politisch scheiße, aber passt super ins Buch rein. Ja. Mach mal. Und wir haben uns überlegt, einen Vergleich der beiden. Ja? Zum Beispiel Frauen, Corinna und Doris. Schwer zu sagen. Echt, Corinna ist doch viel geiler. Was ist das denn für eine Kategorie? Ja, der Frauenfaktor. Ja, der Frauenfaktor, aber das ist ja Stütze, Beratung, Schatz, wie war es heute im Wagen oder Kanzleramt, je nachdem. Ja. Das ist für mich eigentlich kaum zu unterscheiden, oder? Okay, 1-1. Ich würde sagen, das ist 1-1. Ja. Dann, was ist der nächste Faktor? Der Beraterfaktor. Auf der einen Seite Willi Weber, auf der anderen Seite Doris Schröder-Köpf. Wahrscheinlich als die Boulevardjournalistin ist schon die bessere Beraterin, oder? Wieso Boulevardjournalistin? Frau Schröder-Köpf ist doch Boulevardjournalistin. War eine politische Journalistin vorher. Bei Bild und Fokus? Und bei...
Und beim Express. Ja, genau. Ja. Ein Punkt für Willi Weber. Okay, ja. Hobbyfaktor. Fußball und Doris Schröder-Köpf. Ein Punkt für Doris Schröder-Köpf, weil Fußball ist viel zu gefährlich. Na gut. Oder? Ja. Ja, was zum Job gehört, womit man aber nichts zu tun haben will, Faktor. Boxenluder und Gewerkschaften. Schon eher Boxenluder, oder? Ja, Gewerkschaften sind wichtig für Deutschland. Ja, also auch die Frage, draußen steht Herr Pirske oder die Schlampe ist da. Also was? Oder? Übrigens hat der Kanzler, heute ist ein alter Freund des Kanzlers in Berlin zu Besuch, Boris Jelzin, der sich medizinisch nochmal durchchecken lässt. Wir drücken die Daumen und das ist eigentlich auch nochmal ein schönes Erlebnis, als er damals noch zu Kanzlerzeiten in Berlin war. Und der Mann aus Russland konnte weinen, traurig sein und glücklich scheinen, hob die Ball sein Glas und trank mir zu. Der Mann aus Russland konnte lachen, fröhlich sein und Witze machen, war ein Mensch genau wie ich und du. Diese Geste am Arm, das war der neueste Maßanzug von Schröder. Ja. Ja, der Schneider war noch da und da hieß es, Jelzin ist schon draußen, können Sie mal den Ärmel festhalten. Damit er oben nicht aus der Naht geht, oder? Ja, mit Sicherheit. Ja? Ja. Sehr herzlich. Wir haben natürlich noch einen Vergleichspunkt. Der wichtigste Anbringungspunkt für Comedians Faktor, Kinn und die Haare. Das Kinn war eigentlich immer besser. Hast du eigentlich über das Kinn auch mal Scherze gemacht in deinen Urkunden? Ganz früher, zwischen Miteinanderzeiten, der Schumi-Daumen. Für alle Fans von früher, das ist lange, lange her. Sogar mit ins Bild reinfahren. Das wird ja oft verwechselt. Das war nicht Sat.1, das war Schmiteinander. Nächstes Thema. Ja. Schön, schön gemacht von mir. Größter Erfolgsfaktor. 7-mal Weltmeister, 7 Jahre Kanzler, Agenda 2010. Schon 7-mal Weltmeister, oder? Ja. Die Agenda ist 2010, aber wurde leider vom Volk schlecht umgesetzt. Finde ich. Man muss auch als Volk mal sagen, ja, da haben wir versagt. Das steht auch uns als Volk gut an. Genau. Oder? Übrigens, das ist, schauen Sie mal bitte genau hin bei den Nachrichten. Gestern Abend sieht einer unserer Autoren die Tagesschau, um zu wissen, ob er heute überhaupt noch zur Arbeit kommen soll. Ja. Oder ob hier ein Chinese sagt, tschüss und das ist noch dein Handy und mach's gut. So. Und da sieht er unsere ehemalige Bundes... Landwirtschaft, Verbraucher, Hackfleisch. Ernährung. Renate Künast. Und schauen Sie mal bitte genau hin. Politikern auf den Mund geschaut. Was bieten wir eigentlich den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ab circa 50? Hoppla, was war denn das? Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab circa 50. Sie wird doch nicht. Tatsächlich. Toll. Das ist das Abgeordnetenpiercing der Woche. Und für Sie zu Hause, wenn Sie gerade den beigelegten Zettel aus der Kanzlerbiografie nehmen wollen, Bingo-Zahlenrunde 16, Spiel 3, 5, 13, 27, 37, 59. 62, Spiel 4, 23, 35, 42, 58, 60 und die 71. Ich weiß, dass viele Menschen in Deutschland nach wie vor, haben wir da noch Kriterien? Ja, natürlich, hier, das ist ja ganz wichtig. Schumi, Benzin gegen Wein, aber es waren ja beim Kanzler am Schluss mehr Endorphine, oder? Ja, natürlich. Ja. Aber ein guter Schluck ist natürlich wichtiger. Ein Punkt, absolut, als Benzin. Wobei, wenn ich gestern Abend habe ich Sandra Maischberger gesehen zum Thema Alkohol, ich habe das Gefühl, viele Gäste trinken mittlerweile auch Benzin. Ach komm. Ja. Um vom Alkohol loszukommen. Ja, und es ist wirklich, es waren zwei Top-Trinker. Es war Rainer Brüderle ja. Und dieser Koch, der es nicht so richtig schafft vom NDR. Nicht Tim Melzer? Nee, der hat ja einen Breakdown, wie heißt es, Burnout. Ja, nee, so einer mit so einer Brille. Frag mich nicht, wie er...
Irgendwie so ein NDR-Koch. So. Und beide haben gesagt, also sie trinken 120 Flaschen im Jahr Minimum, haben sie aber im Griff. Das war sehr gut, die Sendung. Ich habe mir eine kleine Flasche auf. Ja. Der nervigste Geschwisterfaktor. Ralf gegen Lothar Vossler. 5 Punkte für den Kanzlerbruder. Ja, genau. Übrigens, schau mal ganz kurz. Dieses Bild hier von den Lesereportern ist natürlich schön, dass es auch positive Fotos aus Afghanistan gibt. Können wir aber nicht gelten lassen, weil es ist ja kein Promi. Noch was? Ja, natürlich. Hier, ganz wichtig. Ja, wir machen erstmal kurz Werbung. So, der große Vergleich. Ja, bitte, ja. Das macht Spaß, das ist Fun, da steigen wir alle ein, das gibt Applaus und jetzt bitte wieder anschnallen, wir machen weiter. So. wer ist das, Kerner und Otto Schily oder wer ist das? Ja? Das ist Ecclestone und Putin. Ah, Bernie Ecclestone. Bernie Ecclestone schläft abends bei einem Glas Wein ein, habe ich gelesen, ein Interview mit seiner Frau Slavica. Oh. Bernie kommt nach Hause und hat die Tochter gefragt, wie war es in der Schule? Sie sagt, Papa, ich habe letztes Jahr Abitur gemacht. Nur Auspuff in der Rübe. So. Punkt für Putin. Er hat ein Herz für Ruhrpott-Kanaken. Ja. Weiß ich nicht, aber... für beide Punkte, weil ich bin großer okay. Bernie Ecclestone-Fan. Er hat 5 Bypässe und sein großer Traum wäre, habe ich in dem Interview gelesen, noch einmal ein Steak mit Spiegelei drüber zu essen. 1-1, ja. Und, was haben wir noch? Hofberichterstatter-Faktor. Kai Ebel und Stefan Aust. Beide gut. Wobei... Stefan Aust habe ich noch nicht gesehen, dass er mit Priatore einkleiden gewesen wäre in diesem Billionaire-Store. Hast du mal gesehen? Nein. Das ist unglaublich cool. Das haben Sie mal gesehen, wo Kai Ebel in diesem Billionaire-Store von Flavio Priatore steht und Priatore ihn wirklich unglaublich angeekelt mit seinen Klamotten zuwirft. Ja? Und Ebel zieht alles so an, wie jemand, der einen Vertrag abarbeiten muss. So einen weißen Jeansanzug oder so. War's das? Ja. Ja, wir albern hier rum und shakern und machen Schabernack, aber viele Menschen in Deutschland haben Angst. Das ist uns nicht. Und ich bin sehr gespannt, was Brigitte Büscher jetzt von den Anrufern. Ach nee, das ist ja Plasberg. Ja. Im Text geirrt. Falls Sie eine Frage haben, was die Zukunft, die politische Zukunft in Deutschland betrifft, haben Sie jetzt die Möglichkeit, an unserer neuen Rubrik mitzumachen: Das Orakel von Mülheim. L'Orakel. Das Orakel von Mülheim. Eine Dame, ein Herr, wer hat eine Frage, die Zukunft betreffend, die er jetzt an das Orakel stellen möchte? Sie. Ja. Ja, bitteschön. Und das ist die Frage, die Sie stellen wollen. Ja, oder Moment mal. Oder hätte ich eine andere? Das haben wir nur vorbereitet für den Fall, dass wir hier irgendwie so Restpublikum aus Zimmerfrei reingeschippt kriegen. Aber wenn Sie eine eigene Frage haben, dann stellen Sie bitte die. Ja, ich würde vom Orakel gerne wissen, wer könnte Kanzlerkandidat der SPD werden? Vielen Dank. Ja. Hier ist die Antwort.
Alors c'est une question très difficile naturellement. Il peut y avoir beaucoup de possibilités, mais il faut d'abord se poser la question pourquoi ? Quel est le but ? Quel est le but ? Est-ce que c'est une candidate ? Est-ce que c'est un candidat ? De toute manière, il n'y a pas beaucoup de dons. Doris Schröder pourrait être une bonne candidate. Moi, je propose Doris Schröder. Je sens qu'elle arrive, elle arrive, elle arrive. Elle est là, elle est présente. War die Antwort für Sie eindeutig? Ja, ist so das Clinton-Modell, ne? Wieso? Naja, wenn es Doris Schröder wird, Hillary kann es ja auch nochmal werden. Das haben Sie, glaube ich, nicht ganz verstanden. Nicht? Na, sie hat gesagt, wenn es für Doris Schröder okay ist, ist selbstverständlich Kurt Beck. Ach. Ja, ja. Ja, oder? Ja, nee. Nein, das kann nicht sein. Nee. Bitte? Nee, das glaube ich. Sie glauben nicht, dass Kurt Beck wird? Warum nicht? Wer wäre denn Ihr Lieblingskandidat? Ich habe keinen Lieblingskandidaten. Ich war so ratlos, deshalb wollte ich ja das Orakel. Wo bereit? Nee, das geht nicht. Das geht nur in Berlin. Ja, sonst hat die SPD eigentlich keine, oder? Ja, eben, deshalb wollte ich es ja wissen. Ich glaube, es läuft auf Kurt Beck hinaus. Also meiner wäre. Ich möchte jetzt niemanden präjudizieren oder so, aber das dauert ja noch lange mit der Koalition. Oder vielleicht Struck. Oder vielleicht kommt der Kanzler doch nochmal zurück. Weiß nicht. Das war auf jeden Fall sehr erfolgreich, unsere neue Reihe. Frag das Orakel von Mülheim. Orakel. Das Orakel von Mülheim. Spiel 5, letzte Runde für heute. 40, 49, 68, 77, 87, 93. Schade, jetzt diese ditsche DVD ist der Hammer. Ja. Wir kommen heute nicht mehr dazu. Olli, wir zeigen sie morgen. Ja, morgen zeigen wir den Ausschnitt. Hier im Ersten erwarten Sie jetzt die Kollegen des Morgenmagazins. Gleich ist es 5.30 Uhr. Oder nicht? Nein. Ach so, nee, das war auch gestern bei Maischberg, habe ich gesehen. Da sagte eine Frau, die mal mit einem Alkoholkranken verheiratet war, ich weiß gar nicht, ob es draußen schon dunkel ist. Ja. Worauf Sander sagte, es ist doch jetzt kurz nach 11. Habe ich gleich ein Fläschchen aufgemacht. Mein Leben als Single. Ein Porträt von Waldi Hartmann. Nein, das kommt morgen. Morgen ist Olli Geissen bei uns zu Gast. Das Absolut. Ist toll. Ja. Olli Geissen, der Gründer der Geissendörfer. Eine schöne Sache auch, falls Sie spenden wollen jetzt, wo die starre Zeit auf uns wartet. Hier folgt jetzt die Angstindustrie. Ein Film über die Überschätzung von Risiken in Deutschland. In diesem Sinn, ruhig mal Gummi weglassen heute, meine Damen und Herren. Wir sehen uns morgen. Tschüss.